Mittwoch, 18 Uhr, die Europapassage ist voll. Warum? Die Hamburg Freezers haben zur alljährlichen Autogrammstunde gebeten. Unsere treuen Fans konnte auch eine Warteschlange quer durchs Einkaufszentrum nicht abschrecken. Also wir waren hier um Viertel nach vier? Ja, so halb fünf ungefähr, ja. Standen wir schon hier, haben gesagt, wir müssen ganz vorne, weil letztes Jahr stand ich 2,5 Stunden, nicht so, nicht nochmal. Also es ging eigentlich. Neue Autogrammkarten im passenden Kampagnenlook. Von den Fans gab es durchweg gutes Feedback. Wir haben mal nachgefragt, wie sich die Spieler überhaupt selbst gefallen. Es ist auf jeden Fall sehr schön geworden mit den Fans hinten drauf und alles. War auch viel Arbeit, aber ich finde, sie sind toll geworden, ja. Ein ebenso positives Statement können Flake und Co. hoffentlich auch nach dem kommenden Wochenende abgeben. Da stehen die letzten beiden European Trophy Spiele an. Ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Berlin. In Berlin haben wir noch eine Rechnung offen vom letzten Jahr. Und ja, wir müssen auf jeden Fall unser Spiel spielen. Es ist auf jeden Fall interessant, jetzt gegen aus der Liga eine Mannschaft zu spielen. Und wir werden auf jeden Fall alles geben, um auch in der Liga zu zeigen, wir sind da, wir sind bereit. Bereit ist inzwischen auch die O2 World. Auf den Autogrammkarten sind die Ränge schon zu erkennen. Für Fans und Mannschaft wird es dort am Sonntag um 14.30 Uhr erstmals nach dem Sommer richtig ernst. Tickets für die Partie gegen den deutschen Meister gibt es natürlich auf unserer Homepage.